sich ebenfalls angenommen. Ich rufe auf den Einzelplan 10. Nun kommen wir zu einem Genusshaushalt. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 3510 und 3526. Die Berichterstattung hatten und haben die Abgeordneten Josef Rief, Esther Dilcher, Dr. Sebastian Schäfer, Frank Schäffler, Ulrike Schielke-Ziesing und Dr. Gesine Lötsch. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU vor. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten beschlossen. Gut. Die Linke ist heute etwas desorientiert, Frau Dr. Lötsch, wenn ich das mal sagen darf, aber wir kriegen das schon hin. Also nur heute wollte ich damit sagen, bei der Abstimmung. So, ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner dem Kollegen Josef Rief, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, der Regierungsentwurf für den Einzelplan 10 war bereits mehr als Enttäuschung. Es gab aber noch Hoffnung, dass Sie in den Haushaltsberatungen etwas mehr für die deutschen Bauern und den ländlichen Raum tun würden. Doch außer Lippenbekenntnisse nichts. Auch weiterhin. Auch weiterhin bleibt der Zuschuss zur Unfallversicherung für die Landwirte um 77 Millionen reduziert. Die Betriebe müssen jetzt 18% mehr Versicherung zahlen. Die aufgestockten EU-Hilfen hatten das in 2020 zwar etwas abgefedert, in 2023 schlägt das Ganze voll zu. Wir stellen heute noch einmal den Antrag. Liebe Ampelkolleginnen und Kollegen, das ist Ihre Chance, heute eine schlimme Fehlleistung zu heilen. Sehr geehrter Herr Minister, Sie haben mehr Tierwohl versprochen. Sie haben gesagt, Sie machen das jetzt. Das Gegenteil ist der Fall. Die völlig unzureichenden 150 Millionen Euro aus dem Regierungsentwurf müssen nun zu einem Drittel für laufende Kosten der Umstellung herhalten. Also stehen nur 100 Millionen für den Stallumbau zur Verfügung und damit noch mal weniger. Ich war auf der Eurotier und habe mir das angeschaut. Wir brauchen so mindestens 30 Jahre, bis alle Ställe modernisiert sind. So wird das nie ein Erfolgsprogramm. Meine Damen und Herren, die Bauern sollen einen Porsche produzieren und der Landwirtschaftsminister will nur ein Mofa finanzieren. So geht das nicht. Sie hätten das Geld zusätzlich von Herrn Lindner holen müssen. Und Sie verzichten auf die Kofinanzierung der Länder, die automatisch über die GAK bis zu 40% dazugegeben hätten. Letztlich ist klar, dass Sie mit Ihrem Vorhaben scheitern werden. Das hilft den Tieren nicht und ruiniert die Bauern. Das verpflichtende Tierwohllabel ohne zusätzliches Geld für die Tierwohlstelle heißt, deutsches Fleisch wird teurer und im Supermarkt liegt ungelabeltes Billigfleisch von irgendwo auf der Welt. Und hat man Ihnen diese Woche bei Frau Maischberger zugehört, dann ist doch alles in Butter. Es gibt große Probleme, da stimmen wir zu. Aber die lösen Sie, und wo es klemmt, liegt es an der Größe des Rades, das gedreht werden muss. Sie beklagen die Umsatzeinbußen in Hofläden. Unser Vorschlag, Liquiditätshilfen für Direktvermarkter und Ökobetriebe aufzulegen, hat Ihre Koalition im Haushaltsausschuss sogar zweimal abgelehnt. Eigene Lösung, Fehlanzeige. Es wäre ein Treppenwitz, wenn es Ihnen geht wie Kollegin Künast, in deren Ministerzeit prozentual die meisten Betriebe aufgeben müssten. Ihre Amtszeit könnte die Zeit sein, in der die meisten Ökobetriebe aufgeben müssen, weil sie sie im Regen stehen lassen.
Wir haben vorgeschlagen, mit 100 Millionen der Ausgabenrechte, die im Agrarhaushalt zu erwarten sind, schnell zu helfen. Es darf doch nicht wahr sein, dass in Zukunft noch mehr Bioprodukte aus dem Ausland kommen. Und wenn wir böse wären, würden wir, Herr Minister, Ihr Handeln als Schaulaufen bezeichnen. Deshalb zeigen Sie ein Herz für unsere Landwirtschaft, die unter Energiepreisen und Kriegsfolgen zu leiden hat, und für den ländlichen Raum. Sie kürzen die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küchenschutz nämlich gerade da, wo es um ländliche Räume geht. Das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung wird umbenannt, bekommt 3 Millionen mehr, aber viel, viel mehr Aufgaben. Und erst von 2025 bis 2030 soll es dann im Programm tatsächlich auch wieder mehr Geld geben. Die Ampelkollegen feiern das in der Fachpresse, als hätte es die Mittel jetzt gegeben. Das ist Augenwischerei. Denn langfristig soll das Budget des Bundeslandwirtschaftsministers Stück für Stück schrumpfen. Herr Minister, wir brauchen jetzt Ihren entschlossenen Einsatz für die deutschen Bauern und für die Ernährungssicherung. Nicht in Talkshows, sondern im Ministerium. Sorgen Sie für mehr Geld fürs Tierwohl und eine Kofinanzierung der Länder. Gehen Sie die Genehmigungsprobleme im Baurecht und Emissionsschutz an. Sichern Sie Qualität und Menge auf den Äckern und in den Ställen. Ein Zögern und Zaudern lassen wir Ihnen noch nicht nochmals durchgehen. Gehen Sie die Probleme der Ernährungswirtschaft schnell und konsequent an. Sonst könnten Sie als Minister und die Ampelkoalition mit der größten Anzahl an aufgebenden Betrieben in Deutschland schlechte Geschichte schreiben. Das wollen wir nicht, und das können auch Sie nicht wollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ries. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Sebastian Schäfer, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, Herr Minister, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Herr Rief, ich glaube, Ihr Schaulaufen hier heute hat Sie aufs Glatteis geführt, und mit dem Rechnen, das kennen wir ja schon aus dem Haushaltsausschuss. Die Zeitenwende geht auch am Haushalt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nicht vorbei. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die wirtschaftlichen Folgen, die wir insbesondere bei den hohen Preisen für Energie und für Lebensmittel sehen, stellen unser Land und unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Und gleichzeitig sehen wir die Auswirkungen der Klimakrise immer stärker, zuletzt in diesem Sommer. Gerade die Landwirtschaft ist davon extrem betroffen. Immer häufigere Starkregenereignisse, immer längere Dürreperioden zeigen uns doch, wie verletzlich unsere Landwirtschaft gegenüber dem Klimawandel ist. Wer auf der Seite der Landwirtinnen und Landwirte steht, der darf den klimafreundlichen Umbau der Landwirtschaft nicht weiter aufhalten, sondern muss ihn gestalten und voranbringen. Und dies spiegelt sich in diesem Haushalt wider. Ab dem kommenden Jahr fördern wir nun den Umbau der Tierhaltung über ein Bundesprogramm. Wir fangen mit der Schweinehaltung an. Das ist ein erster wichtiger Meilenstein hin zu einer nachhaltigen und tierwohlorientierten Tierhaltung. Das sind gute Nachrichten für unsere Landwirte. Aber nicht nur für unsere Landwirte, auch für die VerbraucherInnen, für die Tiere und nicht zuletzt für das Klima. Konkret honorieren wir es zukünftig, wenn unsere Landwirte weniger Tiere besser halten. Denn so leisten sie einen wichtigen Beitrag für das Tierwohl, den Klimaschutz. Und das soll sich auch für die Landwirtinnen und Landwirte lohnen. Damit zeigen wir als Ampel, dass wir die Nutztierhalterinnen mit dieser großen Aufgabe nicht alleine lassen, sondern den Stallumbau aktiv fördern und damit eine verlässliche Perspektive bieten. Bei der Tierhaltung bleibt auch in den nächsten Jahren noch viel zu tun, um sie zukunftsfähig zu machen in Deutschland. Aber diese Regierung und dieser Minister setzen endlich um, was die Union früher nur ins Schaufenster gestellt hat. Außerdem haben wir in der Bereinigungssitzung die Mittel für die Zusammenarbeit mit der Welternährungsorganisation sowie für bilaterale Kooperationsprogramme mit dem Ausland deutlich aufgestockt.
Damit reagieren wir auf die schwierige Situation bei der globalen Ernährungssicherheit und den Welthunger, der sich durch die Folgen des brutalen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine noch einmal verschärft hat. So nehmen wir auch unsere internationale Verantwortung in dieser Krise wahr. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, leider kann ich Ihnen eines nicht ersparen. Über Ihr Agieren in diesen parlamentarischen Haushaltsverhandlungen musste ich mich doch sehr wundern. Sie wollen bei der Förderung der Betriebe wieder die Gießkanne auspacken. Und was fällt Ihnen bei der Gegenfinanzierung ein? Eine Erhöhung der globalen Minderausgabe. In Zahlen gegossene Ideenlosigkeit. Wie schrieb die Welt, bekanntermaßen ja das Grüne Hausblatt, diese Woche so treffend? In der Tat kam aus der Fraktion von CDU und CSU in den vergangenen Monaten wenig, wenn es um den Haushalt ging. Da ist leider auch der Einzelplan 10 keine Ausnahme. Die Ampel stellt mit diesem Haushalt die richtigen Weichen. Nicht nur der ländliche Raum und die Wertschöpfung dort werden eine gute Zukunft haben. Auch der Wandel hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft wird gelingen. Unsere Landwirtinnen und Landwirte tragen mit ihrer harten Arbeit elementar zu dieser Wertschöpfung und zu unserer Ernährung bei. Sie sind systemrelevant im wahrsten Sinn des Wortes. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulrike Schiegel-Ziesing, AfD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kollegen, verehrte Bürger! Bereits beim Vorliegen des Haushaltsentwurfs 23 für den Bereich der Landwirtschaft habe ich gesagt, dass dieser Bereich stiefmütterlich behandelt wird. Leider haben die Haushaltsberatungen an meiner Einschätzung nichts geändert. Während man auch beim Haushalt 22 ein bisschen verstehen konnte, dass die neue Regierung sich noch etwas sucht, gibt es diesmal keine Ausreden mehr. In ihrem Etat hat die Koalition zwar ganz viele Anträge gestellt, aber diese waren eher kosmetischer Natur. Vielfach wurden Gelder nur etwas umgeschichtet. Und das manchmal in so kleinen Summen, dass man die glatt übersehen konnte. Insbesondere, wenn man bedenkt, welche großen Summen anderswo ausgegeben werden. Substanziell wurde bei der Landwirtschaft daher absolut nichts geändert. Und es gäbe etwas zu ändern im Bereich der Landwirtschaft, auch auf Bundesebene. Was genau, das haben wir mit unseren Anträgen gezeigt. Etwa bei den fehlenden fast 80 Millionen in der landwirtschaftlichen Unfallkasse. Ihre erste Amtshandlung als Ampel war es doch, diese Zuschüsse zu halbieren. Die Folge, die Beiträge der Landwirte stiegen um mehr als 18%. Die Ausrede der Ampel, so in etwa hat es die Staatssekretärin formuliert, wir setzen das um, was die GroKo vereinbart hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein grüner Minister setzt um, was Schwarz-Rot vereinbart hat. Auf unsere Argumente, dass die Lage anders sei und es für die Landwirte ausgerechnet in der jetzigen Situation ein Bärendienst ist, kommen Sie mit der Antwort, dass es ja eben bereits beschlossene Sache sei. Das ist gelinde gesagt ein Armutszeugnis für die Regierung. Wo unsere Anträge anscheinend einen Nerv getroffen haben, waren die Hilfen im Zusammenhang mit dem Brexit, insbesondere in der Fischerei. Unsere Anträge haben sie zwar wie üblich abgelehnt, aber immerhin sind die Berichterstatter der Koalition doch noch aufmerksam geworden und haben zumindest hier die erforderlichen Ausgaben erhöht. Da helfen wir als AfD doch immer gerne mit Ratschlägen. Denn es sollen nicht die Landwirte die Last tragen, nur weil die Politik schlecht verhandelt hat. Wo Sie ruhig mal etwas mehr Ehrgeiz zeigen könnten, wäre bei den völlig ausgeuferten Verwaltungsausgaben. Nur Maßgabebeschlüsse vorzulegen, wo dann das Haus aufgefordert wird, ich zitiere, darauf hinzuwirken, die Verwaltungs- und Verfahrenskosten in den nächsten Jahren zu reduzieren, ist zwar schön und gut, aber als Haushälterin glaube ich das erst, wenn ich die Zahlen sehe. Wie man als AfD auch gut bei der Verwaltung und schlecht laufenden Projekten sparen kann, haben wir mit unseren Anträgen ja aufgezeigt. Darin wurden allein 116 Millionen für unnötige Ausgaben gestrichen. Und was macht die Ampel? Nicht mal ein Jahr im Amt und zwei Haushalte später steigen die Ausgaben beim Landwirtschaftsministerium und die untergeordneten Behörden um sage und schreibe 105 Millionen Euro. So einen Anstieg bei der Verwaltung hatten wir noch nie. Anscheinend müssen nur viele Parteikollegen und Lobbyvereine mit gut dotierten Posten ausgestattet werden. Zumindest in den anderen Einzelplänen haben wir gesehen, wie offen und dreist Lobbyarbeit insbesondere bei den Grünen betrieben wird.
Und auch bei den Ideologieprojekten wie etwa den Maßnahmen zur Förderung ausgewogener Ernährung sehen wir Sparpotenzial. Denn ehrlich gesagt, es ist nicht Aufgabe des Staates, ausgewogene Ernährung zu predigen, zumal es die Entscheidung jedes Einzelnen ist, wie er oder sie sich ernährt. Das Geld wäre viel besser angelegt, wenn Sie erst einmal die Grundlagen schaffen würden, dass Lebensmittel für jedermann zugänglich sind, sodass die Bürger überhaupt die Wahl haben, statt sie zu bevormunden, was und wie sie zu essen haben. Da sieht man dann wieder die typisch grüne Doktrin, Bevormundung über alles. Das sehen wir bei der Energie, bei der Gesellschaftspolitik und jetzt soll uns auch noch vorgegeben werden, was wir zu essen haben. Bei dem einen Projekt, das Sie sich groß auf die Fahne geschrieben haben, der Förderung des Umbaus der Tierhaltung, warten wir auch noch immer auf Konkretes. Dafür haben Sie zwar Geld aus dem GAG genommen, das heißt also keinen Cent extra dafür vorgesehen, das sagt ja auch viel über den Stellenwert, den Titel dreimal hin und her geschichtet, aber was genau gefördert wird, wie, zu wann, mit welchen Konditionen, da haben die Landwirte immer noch keine Antworten. Ihre Antwort hier, wir beraten noch. Das ist die typische Politantwort. Wir beraten noch. Und während Sie sich Zeit nehmen, um zu beraten, gehen unsere Landwirte dank der gestiegenen Energiepreise und absoluter Unsicherheit für die Zukunft vor die Hunde. So wie eine zukunftssichere Landwirtschaft, so kann eine zukunftssichere Landwirtschaft niemals gelingen. Liebe Ampel, diesen Haushalt für das Landwirtschaftsministerium können wir als AfD nicht mittragen. Es fehlt vorne und hinten an Substanz und es setzt die völlig falschen Prioritäten. Legen Sie endlich Ihre ideologischen Scheuklappen ab und setzen Sie sich für die wirklichen Bedarfe der Landwirte ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Esther Dilcher, SPD-Fraktion. Ja, guten Abend, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister Özdemir, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Im Einzelplan 10 wurden im Regierungsentwurf, wie schon mehrfach gesagt, für 2023 Gesamtausgaben von ca. 7,2 Milliarden Euro vorgesehen. Und Herr Kollege Rief, Sie sprechen eine ähnliche Sprache wie unser Minister und ich vermute mal auch fast denselben Dialekt, aber Sie sprechen offensichtlich auch ein bisschen aneinander vorbei. Denn ich denke, Einigkeit dürfte bei uns hier bestehen, dass wir die Landwirte beim Umbau für eine zukunftsfähige Tierhaltung unterstützen müssen. Hatte der Minister im Regierungsentwurf die 150 Millionen dafür noch in der GAG eingestellt, finden wir das Geld jetzt in einem Bundesprogramm für den Stallumbau. Und ich finde es richtig, dass wir nicht nur die Investitionen fördern, sondern uns auch Gedanken darüber machen, was es denn bedeutet, wenn Landwirte zukünftig Tiere anders halten müssen. Dass das nämlich auch Folgekosten, und zwar höhere Folgekosten, verursachen wird und dass wir auch in diesem Bereich dann unterstützen müssen. Und das ist gut und richtig so und nicht so kurz gedacht wie nur mit einer Investitionsanschubfinanzierung. Seitens des Bundes und der EU wird den Landwirten vorgeschrieben, unter welchen Bedingungen Tiere zu halten sind. Und da ist es mehr als gerechtfertigt, wenn wir die Landwirte bei der Umsetzung auch unterstützen. Und gerade beim Titel Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz sind in den vergangenen Jahren Millionenbeträge, und zwar in dreistelliger Höhe, nicht abgeflossen. Und es gab Länder, die die ihnen zugewiesenen Beträge fast vollständig ausgeben konnten und andere, die keine Projekte auf den Weg bringen konnten. Und das hatte zur Folge, dass dann auch der Bundesanteil von 60% dort überhaupt nicht zur Auszahlung kam. Und gerade in Ländern, in denen die Landwirte dann besondere Unterstützung gebraucht hätten, würde die Förderung oder hängt die Förderung dann davon ab, wie stark sich ein Bundesland in diesem Rahmen engagiert. Und das wollen wir gerne verändern. Als Bund haben wir ein großes Interesse daran, die Unterstützung auf eine breite Basis, gerade mit allen Bundesländern, zu stellen. Und wir sind daher gespannt auf das Konzept, welches seitens des Ministeriums vorgelegt wird. Und bis dahin sind die Mittel zunächst gesperrt. Die Länder sind aber nach wie vor herzlich eingeladen, sich bei der Finanzierung des Stallumbaus zu beteiligen. Der Union ist dieser Mittelansatz zu gering, wie wir im Ausschuss gehört haben. Dort wird gerechnet, dass der Umbau von 13 Millionen Schweinemastplätze ca. 10 Milliarden Euro kosten würde. Aber es kann doch nicht wirklich sein, dass Sie erwarten, dass der Bund tatsächlich die vollen Kosten übernimmt, sondern dass hier auch nur eine Finanzierung in Form einer Teilfinanzierung vorsieht.
Und da sind wir mit 1 Milliarde, wo ich davon ausgehe, wenn mehr Geld zur Verfügung steht und das Programm ins Laufen kommt, wir durchaus auch bereit sind, bei einem erfolgreichen Projekt da auch noch mal den Schwerpunkt auszuweiten. Wichtiger als das Geld zur Unterstützung der Investitionen ist jedoch, dass die entsprechenden Gesetze harmonisiert werden. Auch Herr Rief, muss man sagen, haben Sie das ja schon angesprochen. Wenn Tiere nicht nur im Stall gehalten werden sollen, bedarf es unter anderem auch einer Änderung emissionsschutzrechtlicher Regelungen. Denn Tiere im Freien verursachen Emissionen. Und deshalb sind zurzeit beim Stallumbau noch emissionsschutzrechtliche Grenzwerte einzuhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns in der 5. Jahreszeit, aber solch eine Narretei kann hier vermutlich niemand belächeln, und das müssen wir ändern. Ein weiterer Knackpunkt im Haushalt für Ernährung und Landwirtschaft ist die Ausstattung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Und ja, wir stehen auch weiterhin dazu, dass die Leistungen für die Unfallversicherung auf dem vereinbarten Betrag von 100 Millionen Euro bleiben. Und wenn mich vor Ort meine Landwirte ansprechen und einfordern, dass wir diese Mittel erhöhen möchten, dann sage ich, gut, dann setzen wir uns aber bitte auch mal zusammen mit der Sozialversicherung an einen Tisch und gucken, ob die ihre Hausaufgaben gemacht haben und ihre Organisationsstrukturen so dargestellt haben und so aufgebaut haben, dass die Verwaltungskosten runtergefahren werden. Und solange das nicht der Fall ist, werden wir hier auch die Kosten, die unseren Beitrag nicht weiter aufstocken. Den Vermerk in diesem Haushalt haben wir auch aus dem letzten Haushalt von 2022 wieder aufgenommen, nämlich für die Beratung und Betreuung von Arbeitnehmerinnen, insbesondere von Wanderarbeiterinnen und Saisonkräften in Fragen des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sind aus diesem Titel 1 Million Euro vorzusehen. Viele Betriebe können nämlich ihre Ernten gar nicht mehr einfahren ohne Saisonkräfte. Und daher ist es uns als Sozialdemokraten besonders wichtig, dass diese Menschen hier vor Ort auch faire Arbeitsbedingungen vorfinden. Ernährung ist ebenfalls ein großes Thema in diesem Haushalt. Und wir fördern hier ausgewogene Ernährung mit insgesamt 15,8 Millionen Euro. Und Ernährung ist ein wichtiges Thema für diesen Haushalt. Das heißt ja schließlich Landwirtschaft, Ernährung, Forsten und Fischerei gehört auch noch dazu. Und Ernährung ist ein wichtiges Thema. Wir schreiben hier auch niemandem vor, was er zu essen hat, sondern wir wollen doch nur darüber aufklären. Und wenn wir gute Ernährung fördern, können wir Gesundheitskosten vermeiden. Also ein Gewinn für alle. Klare Vorgaben haben wir bei der Beschaffung eines neuen Forschungsschiffes gemacht, ein Nachfolgebau für die Walter Herwig III, die eigentlich nächstes Jahr schon in Betrieb genommen werden sollte. Wir erwarten hier ein modernes, umweltschonendes, betriebenes Schiff, also mit einem emissionsarmen Motor, das die integrierte Betrachtung des Meeressystems ermöglichen soll. Das soll auf dem Verhandlungswege erfolgen. Die Ausschreibung ist schon gescheitert, und das schreiben wir dem Ministerium ins Buch. Mein Lieblingsthema Wald werden wir weiter beobachten, ob die Förderrichtlinien jetzt auf den Weg gebracht werden und abgerufen wird. Dieser Haushalt investiert in klimafreundliche, moderne und zukunftsfähige Investitionen. Und ich freue mich schon drauf auf die Umsetzung dieses Haushalts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat nun die Kollegin Ida Ladendorf, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen! Wir sprechen über Ernährung und Landwirtschaft. Und gerade Ernährung betrifft alle Menschen. Doch die Bundesregierung nimmt nach wie vor aus meiner Sicht nicht genügend Mittel in die Hand für diesen Bereich. Die meisten Änderungen zum Vorjahr und zum ersten Entwurf des Einzelplans des BMEL sind kosmetischer und verwaltungstechnischer Natur. Und ich frage Sie von der Koalition, was denken Sie, wie das bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, die über verteuerte Lebensmittel, spürbare Auswirkungen des Klimawandels in Natur, Land, Forst und Fischereiwirtschaft klagen. Nicht gut, würden Sie sagen. Und dem schließe ich mich als Linke an. Für all die über 900.000 Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, für 18,7 Millionen Menschen, die im ländlichen Raum leben, für alle Menschen, die zu Recht gesunde und bezahlbare Lebensmittel fordern, ist der Haushalt für Ernährung und Landwirtschaft einfach ernüchternd.
Die Berichte aus den landwirtschaftlichen und verarbeitenden Betrieben, deren Zukunft und Existenz auf der Kippe steht, sind verheerend. Die Sorgen von Verbraucherinnen und Verbrauchern über die Preisentwicklung sind real und erschütternd. Da ist keine Luft mehr. Heute ist der 24. des Monats, und da ist bei vielen Rentnerinnen und Rentnern, bei Alleinerziehenden, bei Menschen mit Minijob das Portemonnaie leer. Und wo bleibt die aktive Umgestaltung und damit die Sicherung der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion? Mit diesem Haushalt bleibt sie auf der Strecke. Die 7,175 Milliarden Euro im Etat 23 sind weniger als 2% des Gesamthaushaltes, während die Rüstungsspirale weiterdreht. Nach Abzug der im Plan versteckten Sozialleistungen von 3 Milliarden Euro bleiben etwa 0,9% des Gesamthaushaltes für den Umbau der Landwirtschaft auf sozialökologische Standards, für Ernährungssicherheit, für Verbraucherschutz, für die Entwicklung der ländlichen Räume, für die Fischerei und für den Wald, das wir eben gehört haben, dessen Umbau so dringend notwendig ist. Ja, ich will auch die positiven Dinge nennen. Lassen Sie mich drei aufzählen. Die Betriebsbeihilfe für Fischerei wurde geschaffen, die Hilfe im Zusammenhang mit dem Brexit festgeschrieben und die Rücknahme der zunächst geplanten Kürzungsversuche bei den Bundesmitteln der Welternährungsorganisation FAO war dringend fällig und ist richtig. Aber was fehlt? Eine vernünftige Politik, die der jetzigen Preistreiberei Einhalt gebietet. Schon lange wären wirksame Maßnahmen gegen Nahrungsmittelspekulation und Preisexplosion notwendig gewesen. Und hier Untätigkeit. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion Die Linke unternimmt in jedem Haushaltsjahr den Versuch, eine Zentralforderung für soziale Gerechtigkeit umzusetzen. Und dabei geht es um das Bundesprogramm Kita- und Schulverpflegung in der Höhe von 2 Milliarden Euro. Sie haben morgen noch einmal die Chance, unserem Entschließungsantrag dafür zuzustimmen. Und ehe Sie mir wieder mit Länderzuständigkeiten kommen, schauen Sie ins Grundgesetz nach Artikel 104 B und C Grundgesetz, ist das auch möglich. Schul- und Kita-Verpflegung ist Sozial-, Umwelt-, Ernährung- und Gesundheitspolitik gleichermaßen. Schulen und Kitas sind Orte, wo alle Kinder und Jugendliche gleichermaßen erreicht werden können. Bund und Länder müssen hier an einem Strang ziehen. Und das bislang übliche Ressortdenken, nicht nur zwischen den Ministerien, sondern auch zwischen Bund und Ländern, muss endlich aufhören. Wir folgen mit unserer Forderung dem Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz des BMEL. Die zentrale Empfehlung lautet, eine beitragsfreie, qualitativ hochwertige Kita- und Schulverpflegung schrittweise in ganz Deutschland zu etablieren, um eine gesunde Ernährung gerade für die Jugendlichen zu erreichen. Und die soziale Komponente ist dabei nicht zu vergessen. Bedenken Sie die aktuelle Situation. Die Inflation bei Lebensmitteln und Energie verteuert das Angebot in den Schulen erheblich. Eltern melden ihre Kinder von der Schulverpflegung ab. Die Kinder essen dann ihr mitgebrachtes Brot oder im schlimmsten Fall nichts, während andere eine warme Mahlzeit bekommen. Die dadurch erlebte Diskriminierung können Sie sich wohl ausmalen. Ich habe die Bundesregierung zu diesem Thema befragt, zur Ernährungsarmut. Die Antwort war, bei einem informierten, preisbewussten Einkauf könne man heutzutage mit 5,09 Euro pro Person am Tag eine gesund erhaltene Ernährung ermöglichen. Wo leben Sie eigentlich? Das ist reinster Hohn. Sie haben die vollmundig angekündigte Agrarwende gerade untergepflügt. Die gesunde Ernährung ist in irgendeiner Schublade versenkt worden, und die Verbraucherinnen und Verbraucher stehen im Regen. Das können wir nicht durchgehen lassen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Frank Schäffler, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Ernährungsfrage ist die große Frage unserer Zeit. Sie war es aber schon immer. Robert Malthus hat am Ende des 18. Jahrhunderts gesagt, die Bevölkerung hat die dauerhafte Neigung, sich über das Maß der vorhandenen Nahrungsmittel zu vermehren. Heute wissen wir, das war ein Fehlschluss. Er hat sich geirrt. Die Weltbevölkerung steigt zwar 1800
betrug die Weltbevölkerung 1 Milliarde. Heute sind es 8 Milliarden und im Jahre 2050 sind es 10 Milliarden. Neue Anbaumethoden, der technische Fortschritt, Düngemittel, verändertes Saatgut haben dazu beigetragen, ja, dass die Hungernden auf dieser Welt massiv zurückgegangen sind. Im 18. Jahrhundert waren 90% der Bevölkerung Hungernde. 1980 waren es noch 20%. Und heute sind es immer noch 10%, aber bei einer wachsenden Bevölkerung erstaunlicherweise wesentlich weniger. Und der Grund ist, dass zwischen 1961 und 2009 die wirtschaftlich genutzte Fläche zwar um 12% zunahm, aber die Produktivität in der Landwirtschaft um 300% zugenommen hat. In 150 Jahren hat sich die Produktivität zum Beispiel beim Ernten von Weizen um sage und schreibe 2500-fache erhöht. Landwirte, ich sage das deshalb, damit deutlich wird, dass Landwirte Unternehmer sind, die nicht nur regional unterwegs sind, sondern Landwirte produzieren Lebensmittel für den Weltmarkt. Und deshalb ist es notwendig, dass wir die Wettbewerbsbedingungen für die Landwirtschaft in Deutschland und die Standortbedingungen der Landwirtschaft in Deutschland im internationalen Wettbewerb betrachten und sie dafür fit machen. Und dafür haben wir als FDP in diesen Haushaltsberatungen wichtige Weichen gestellt. Zum Beispiel haben wir dafür gesorgt, dass 3 Millionen für Forschung in Vertical Farming, also in neue Anbaumethoden, gesteckt werden können. Und wir haben dafür gesorgt, und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir mit 8 Millionen Euro zusätzlich für die Genforschung Mittel bereitgestellt haben. Denn Genforschung ist nicht nur Risiko, sondern es ist eine große Chance für die Welternährung in der heutigen Zeit. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir auch die Digitalisierung in der Landwirtschaft stärken wollen. Letztendlich geht es immer um die Frage, wie kann man die Wettbewerbsbedingungen der deutschen Landwirtschaft insgesamt verbessern. Und da ist es notwendig, finde ich, dass wir die Landwirtschaft auch dem Wettbewerb aussetzen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir in der Koalition vereinbart haben, dass wir das Freihandelsabkommen CETA auch im Deutschen Bundestag endlich ratifizieren wollen. Ich weiß, die Landwirtschaft ist in vielen Bereichen dort ausgenommen, aber es ist ein erster Schritt, und wir müssen weitergehen. Wir müssen auch TTIP wieder neu entfachen und neu initiieren mit den Amerikanern zusammen. Ich glaube, das ist wichtig, um letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft auch wieder zu stärken. Ich will das vielleicht mit Friedrich August von Hayek in dem Sinne darlegen. Der hat gesagt, es ist die Hauptaufgabe des Wettbewerbs, zu zeigen, welche Pläne falsch sind. Und das ist, glaube ich, auch notwendig, damit Geschäftsmodelle auch im Wettbewerb überprüft werden. Und das ist, glaube ich, die Essenz des Wettbewerbs, dass sie deutlich macht, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn wir die Landwirtschaft einbetten, wenn wir sie pudern, wenn wir sie mit Subventionen, wie es die Union will, ständig vom Markt fernhalten, dann führt das letztendlich dazu, ja, dass die Bedingungen für die Landwirtschaft nicht besser werden, sondern dann werden irgendwann tatsächlich die Marktbedingungen so schlecht, dass wir im Weltmarkt nicht mehr Bestand haben werden. Und deshalb ist es notwendig, dass wir den Wettbewerb aktiv suchen, auch international aktiv suchen und uns nicht verstecken. Wenn wir das machen, wenn wir die Rahmenbedingungen verbessern für die deutsche Landwirtschaft, dann ist mir um die Landwirte in diesem Land nicht bange, sondern ich glaube, sie lechzen letztendlich danach, dass sie nicht ständig mit neuen Subventionsprogrammen beglückt werden, sondern tatsächlich Rahmenbedingungen haben, die sie am Ende als Unternehmer kenntlich machen und sie als Unternehmer auch am Markt agieren lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäffler. Als nächster Redner hat der Kollege Albert Stegemann, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, aus schlecht informierten Kreisen hört man immer wieder, Haushaltsreden sind langweilig, trockene Zahlen. Ich kann Ihnen sagen, ich empfinde das ganz anders, weil Haushaltsreden ehrlich sind, weil man wirklich an Haushaltsreden erkennen kann, wie eine Regierung, wie Parteien, wie Fraktionen, wie sie tatsächlich zu Themen stehen und wie sie auch Themen priorisieren. So, und jetzt mit Blick auf den jetzigen Haushalt kann man erst mal sagen, ja, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, sind 2% Aufwuchs. Klar, bei 10,4% Inflation hätte man sagen können, hätte auch ein bisschen mehr sein können. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, Verwaltungsausgaben sind erheblich gestiegen. Die Leistungen für Landwirte sind geschrumpft. Aber auch das an der Stelle, da wollen wir gar nicht kleinkariert sein, das könnte man alles kritisieren, sondern es gibt ein paar Dinge, die gar nicht wesentlich auffallen, die uns aber wirklich viel, viel schwer bereiten. Und zwar, ich komme auch auf die Unterstützung und auf den Umbau der Tierhaltung zu sprechen. Haben ja einige Kollegen auch schon stolz wie Bolle hier vorgetragen. Mensch, 150 Millionen, das ist doch jetzt mal ein Anfang. Und da wende ich mich jetzt auch mal an Sie, Herr Özdemir. Sie haben diese 150 Milliarden auch immer wieder ins Schaufenster gestellt. Und wir seit Jahren haben wir immer wieder diskutiert, in der ZKL, in Borchert, wir mit Borchert zusammen, mit dem Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Und dort gibt es wissenschaftliche Berechnungen, dass wir für einen ehrlichen Umbau der Tierhaltung mindestens 4 Milliarden Euro im Jahr brauchen. Und diese Zahlen stammen vor der Teuerungsrate, vor den Teuerungen durch Inflation, vor allen Dingen eine überproportionale Inflation am Bau. Das heißt, wenn wir ehrlich einen Umbau der Tierhaltung organisieren wollen, dann können wir uns inzwischen auf Kosten von 6 bis 8 Milliarden Euro einstellen. Und Sie kommen dann hier mit 150 Millionen Euro. Diese Summe ist lächerlich, absolut lächerlich. Ich glaube, Sie haben auch, und das, ich nehme Ihnen das persönlich gar nicht übel, aber ich glaube, Sie wissen einfach nicht, was auf den landwirtschaftlichen Betrieben los ist. Wir reden immer wieder, ja, Herr Ebner, bitte, Sie reden auch immer über ressourcenschonendes Handeln. Aber eine Ressource machen wir zurzeit kaputt, und das ist die Zuversicht bei jungen Landwirten. Haben Sie sich mal in den letzten Jahren mit jungen Landwirten unterhalten? Wissen Sie, was auf den Höfen los ist? Es gibt keine Möglichkeit zu investieren. Sie bekommen keine Baugenehmigung. Sie haben baurechtliche Probleme, emissionsrechtliche Probleme. Dann gibt es Probleme bei der Markteinschätzung. Dann gibt es eine fehlende Akzeptanz der Gesellschaft und der Politik. Und Sie kommen hier mit 150 Millionen. Also wirklich, das ist ein absoluter Treppenwitz. Und das kann ich leider nicht anders nennen. Und ich kann Ihnen das auch nicht ersparen. Jetzt kommen Sie mit Ihrer Milliarde. Ja, bitteschön, eine Milliarde über 3-4 Jahre verteilt. Entschuldigung, das lasse ich Ihnen nicht durchgehen. Und dass Sie sich in der Ampel nicht einig werden, das ist das Problem der Ampel und das ist das Problem der Fraktionen. Aber wir als Opposition bewerten die Arbeit der Bundesregierung, und die hat hier einfach nicht stattgefunden. Und das bitte ich dann auch mal zu akzeptieren. Herr Kollege, ich würde die Mitglieder der Grünen-Fraktion noch bitten, zuzuhören und nicht so vielfältig. Ich habe gerade die Redezeit angehalten. Ich will einfach nur darum bitten, auch die Mitglieder der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, so spaßig als heute Abend ist, doch eher zuzuhören und nicht so verstärkt dazwischen zu rufen. Wunderbar. Aber ich freue mich natürlich, wenn es doch hier wahrgenommen wird, was man hier spricht und Reaktionen hervorhebt. Aber stattdessen, wenn wir uns dann anschauen, was wird dann an Schaufensterpolitik wirklich gemacht, habe das heute der Presse entnommen, da wird jetzt 250.000 für eine neue Tierschutzstelle ausgegeben. Das ist wirklich Schaufensterpolitik. Da hilft man hier vielleicht einem alten grünen Parteifreund. Das ist eine B6-Stelle, die ist hochdotiert. Dann gibt es noch garniert, ist das Ganze noch mit 2 A13-Stellen. Also da macht man dann wirklich hier, wirklich, da macht man reine Schaufensterpolitik. Aber da, wo Sie hätten wirklich was tun können, bei Borchert, da war man schon so weit, da versagen Sie. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Dann will ich Ihnen noch etwas sagen, was jetzt nicht direkt im Einzelplan 10 steht, aber was wir auch dringend hier mal besprechen sollten. Das ist die Übergewinnbesteuerung bei den Biogasanlagen. Wir waren gestern fast mit der kompletten Truppe, die jetzt hier sitzt, von der Union. Wir waren bei der Demonstration. Wir haben uns die Sorgen angehört. Und es gibt ja jetzt auch ein bisschen Bewegung in der Sache. Aber das weiß, glaube ich, auch jeder hier im Haus. Hinter vorgehaltener Hand erzählt es jeder. Es war ein Haushaltspolitiker der Union, die das am Ende auch mit Habeck ein Stückchen weit ausgehandelt haben. Also deswegen auch noch mal Danke an unseren Haushalter, unseren Chefhaushalter. Der hat da wirklich eine gute Vorarbeit geleistet. Natürlich geht das Ganze nicht weit genug, wenn wir jetzt wirklich hier die Bagatellgrenze bei
bei einem Megawatt belassen, dann reicht das nicht aus. Dann sind die Anlagen diskriminiert, die jetzt wirklich auf Flexibilisierung gesetzt haben, die investiert haben, die genau das getan haben, was wir von ihnen wollten, nämlich dann Strom zu liefern und abzuliefern, wenn das Netz es braucht. Diese Anlagen werden jetzt nicht im Gewinn abgeschöpft, sondern im Erlös abgeschöpft. Und das ist einfach der große Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz. Ist ja häufig, wird das durcheinandergebracht. Also da appelliere ich noch mal. Da sollten Sie an der Stelle sollten Sie auch Anwalt der Landwirte sein. Ja, zu mir in Ihrer Antrittsrede haben Sie gesagt, Sie wollen Anwalt der Landwirte sein. Das waren jetzt vielleicht nur kleine Beispiele, aber Sie haben gezeigt, dass Sie bislang allenfalls maximal ein Pflichtverteidiger sind. Und deswegen fordere ich Sie auf von hier aus. Fangen Sie an, Ihre Arbeit aufzunehmen, werden Sie zum Anwalt der Landwirte und kümmern Sie sich endlich um die Interessen der Landwirte, die warten darauf. Und dazu wollen wir Sie motivieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes hat das Wort Herr Bundesminister Cem Özdemir für die Bundesregierung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine Herren! Dieser Haushalt steht für eine Politik, die Klima, Böden, Arten schützt und zugleich dem Erhalt der Höfe dient. Er steht für die Sicherung unserer Ernährung bei uns und überall auf der Welt. Er gibt den Bäuerinnen und Bauern endlich Planungssicherheit und Perspektive. Ich danke den Haushälterinnen und Haushältern ausdrücklich, dass sie unsere Politik den Weg ebnen und mit ihren Beschlüssen sogar noch verstärken. Die Landwirtinnen und Landwirte wollen Verbraucherinnen, Verbrauchern, Klima und Tieren gerecht werden. Jetzt kommt es allerdings auch auf die Politik an, diese Veränderungsbereitschaft, die längst da ist, auch tatkräftig zu unterstützen. Und genau das tun wir, indem wir die Grundlagen für ein Bundesprogramm zum Umbau der Tierhaltung endlich schaffen. Es umfasst 1 Milliarde Euro als Anschubfinanzierung bei der Schweinehaltung. Damit sollen Investitionen in den Umbau hin zu tiergerechten Ställen gefördert werden. Aber eben nicht nur das, denn wir wollen die Tierhalter auch bei den laufenden Mehrkosten für mehr Tierwohl unterstützen. Wir geben unseren Landwirtinnen und Landwirten jetzt auch die finanzielle Planungssicherheit für mehr Tierschutz. Deshalb streben wir für die Unterstützung bei den laufenden Mehrkosten Verträge mit einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren an. Mit Hochdruck arbeiten wir nun an den Eckpunkten des Bundesprogramms und den Kriterien der Förderung. Ich kann mir vorstellen, und so ein bisschen beim Zuhören habe ich mir das gedacht, dass bei einigen Kolleginnen und Kollegen der Union die innerliche Zerrissenheit groß sein muss. Man sieht sie Ihnen ja auch an. Da wird jetzt endlich der zukunftsfeste Umbau der Tierhaltung in Deutschland angepackt. Und dann muss es ausgerechnet die Ampel sein und dann auch noch ein grüner Minister und auch noch ein Vegetarier, der die Mittel dafür organisiert. Das ist hart, ich weiß, das ist hart. Diese Regierung bringt ja nicht nur ein Haltungskennzeichen auf den Weg, sondern wir machen in Brüssel auch Druck für ein Herkunftskennzeichen, das uns für Anfang des Jahres zugesagt ist. Herr Rief, wenn man Schwäbisch schwätzt, fällt es mir immer schwer, zurückzukoffern. Aber jetzt muss ich es Ihnen doch mal sagen. Wir halten das, was Sie 16 Jahre versprochen haben, meine Damen, meine Herren. Wir ändern das Baurecht, damit die Bauern das überhaupt tun können. Wir packen die TA Luft an. Wir machen 1 Milliarde Anschubfinanzierung bei den Schweinen, und da geht es weiter mit den anderen Nutztieren. Wir haben vom LEH die Zusage, dass bei Stall plus Platz die Weiterfinanzierung gesichert ist. Und ich habe gerade noch gesagt, auf diejenigen, die zu Recht sagen, was ist mit ausländischem Fleisch, kommt jetzt endlich die Herkunftskennzeichen. Das hätten Sie in 16 Jahren nicht geschafft, was Sie in ungefähr 1 Jahr machen, meine Damen, meine Herren. Mit diesem Haushalt stärken wir aber auch unser internationales Engagement, um der prekären Ernährungslage der Welt zu begegnen. Wir statten bilaterale Kooperationsprogramme mit zusätzlichem Geld aus. Diese Programme leisten einen wichtigen Beitrag zur globalen Ernährung, auch im Kontext des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, beispielsweise durch Unterstützung des Welternährungsprogramms, damit das fundamentale Recht auf Nahrung endlich gesichert wird. Unser Haushalt leistet auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Unsere Wälder gehören zu den besten Klimaanlagen, die man sich vorstellen kann.
Deshalb investieren wir 900 Millionen Euro in ihre Zukunft, Geld, das bitter notwendig ist. Ich habe es erst am vergangenen Wochenende im Naturschutzgebiet Rotwildpark in Stuttgart bei einer Begehung mit Försterinnen und Förstern noch mal gesehen. Übrigens auch mal eine gute Gelegenheit, dass das Hohe Haus den Försterinnen und Förstern, aber auch den Waldbäuerinnen und Bauern dankt für ihre großartige Arbeit für unseren Wald. Ich finde das wirklich toll und beeindruckend, wenn man mit denen spricht. Und wenn man die fragt, wie sieht denn der Wald in 30, 40 Jahren aus, dann blickt man in sorgenvolle Mienen angesichts der Klimakrise. Aber ein Stichwort taucht dabei immer auf, Vielfalt. Jetzt müssen Sie hart im Glauben sein, die Kollegen von der AfD. Auch der deutsche Wald, damit er Zukunft hat, braucht Vielfalt. Auch das setzt diese Koalition um. Meine Damen, meine Herren, mit diesem Haushalt stärken wir auch die ländlichen Räume, damit unsere Demokratie und unsere Wirtschaft auch dort Zukunft haben. Wir bauen die bestehenden Förderprogramme wie das Bundesprogramm ländliche Entwicklung aus. Nur gemeinsam gelingt es uns, heute noch strukturschwache Regionen zu beleben, den Menschen dort Perspektiven zu schaffen, den Zusammenhalt zu stärken. Diese Regierung ist auf dem Weg, Ernährung und Landwirtschaft nachhaltiger, ökologischer zu gestalten, damit ländliche Räume eine lebenswerte Zukunft haben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Bundesminister. Das Wort hat jetzt der Kollege Bernd Schattner, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Minister! Es ist festzuhalten, dass offensichtlich bei dem heute hier vorliegenden Haushalt wieder einmal Ökolobbyisten, Klimakleber und sonstige Ideologen ohne Sachverstand den Ton angegeben haben. Die Nöte und Sorgen der Landwirte wurden augenscheinlich dabei nicht berücksichtigt. Das ist aber auch kein Wunder, denn im Agrarministerium wurden keine Landwirte mit Sachverstand mehr eingestellt, sondern seit September wurden alleine 8 Mitarbeiter aus den Verbänden BUND, Bioland, Deutscher Naturschutzring, BÖLW, Deutsche Umwelthilfe und der Welthungerhilfe mit Versorgungsposten bedacht. Und damit die Klima- und Tierschutzextremisten auch von öffentlichen Steuergeldern profitieren, sind alleine seit dem Amtsantritt von Herrn Minister Özdemir 40 Millionen mehr an Verbände wie Bioland, Demeter, Greenpeace oder PETA im Vergleich zum Vorjahr geflossen. Das zeigt, dass die Grünen nicht nur die Tierhaltung, sondern am liebsten die komplette konventionelle Landwirtschaft abschaffen wollen. Statt über Tierhaltung diskutieren wir ja nur noch über die CO2- und Methanemissionen der Tiere. An das Wohl der Tiere und unserer Landwirte denkt da schon lange niemand mehr. Das Höfesterben ist für die Grünen aber offenbar das einfachste Rezept für mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft. Das beste Beispiel ist hier die Borchert-Kommission, die ja schon mehrfach angesprochen wurde. Von der vollmundig angekündigten Milliarde für den Stallumbau sind jetzt sowieso nur noch 600 Millionen Euro übrig, wenn man die Verwaltungskosten runterrechnet. Und der Ansatz von 150 Millionen für das Jahr 2023 wird jetzt nicht freigegeben, da es noch keinen Plan gibt. Aber mit keinem Plan kennt sich der Herr Minister ja scheinbar bestens aus. Mehr als Hanfanbau auf der Dachterrasse kommt da selten von ihm. Egal ob Doppelwumms für 200 Milliarden hier oder 100 Milliarden Sonderschulden Bundeswehr da. Für alles hat die Bundesregierung Geld, nur unsere Bäuerinnen und Bauern gehen mal wieder leer aus. Die Realeinkommen unserer Landwirte sind schon zu Zeiten der CDU gesunken. Unter ihrer Koalition geht es jetzt noch deutlich schneller bergab. Schlachtunternehmen können den Landwirten nicht mehr das Geld zahlen, das diese angesichts der steigenden Kosten bräuchten. Viele Tierhalter stehen kurz vor der Insolvenz und sehen keine Perspektive mehr in Deutschland. Allein 10% weniger Schweineproduktion innerhalb eines Jahres zeigt uns den Weg auf, wohin wir uns bewegen. Meine Damen und Herren, die Selbstversorgung mit Fleisch aus Deutschland ist in Gefahr. Westfleisch-Vertriebsleiter und VDF-Vorstand Hubertus Kelliger sagte auf der Eurotier: Wir sind jetzt an einem Punkt, der wir uns ausrechnen können, wann wir uns nicht mehr selbst versorgen können, Fleisch zu einem knappen Gut wird und die Regale in den Supermärkten nicht mehr mit in Deutschland produzierten Fleischartikeln gefüllt sind. Aber genau das will diese Regierung ja offenbar. Weder Hilfen für den Einkauf von Mineraldünger noch eine Verdopplung der Agrardieselrückstattung, wie von der AfD gefordert, sind für diese Bundesregierung wichtig. Die Agrardieselrückerstattung wird hierbei als klimaschädliche Subvention von den Grünen, aber auch genauso von der einst konservativen Union bezeichnet. Und bei Mineraldünger sollen die deutschen Bauern dann sparen.
gleichzeitig aber weniger Vieh halten und die Flächen dann mit organischem Dünger besser zu versorgen, den es ohne Tierhaltung aber gar nicht mehr geben kann. Meine Damen und Herren, an diesen Entwicklungen lässt sich ganz klar erkennen, ein grüner Landwirtschaftsminister schadet der Landwirtschaft in Deutschland massiv. Aber wie mittlerweile merkt die Lebensversorgung nicht mehr selbstverständlich ist und die Verteuerung der Lebensmittel spüren nun nicht nur die armen Bürger. Inzwischen gibt es in Deutschland 962 Tafeln. Seit Beginn des Ukraine-Krieges verzeichnen rund 61% der Tafeln einen Zuwachs ihrer Kunden um bis zu 50%. Rund 30% der Tafeln haben bis zu doppelt so viele Kunden und 9% haben mehr als doppelt so viele Kunden. Hierzu findet sich leider im aktuellen Haushaltsplan gar nichts. Statt die Ärmsten der Gesellschaft gezielt zu unterstützen, trägt dieser Haushalt klar den Stempel der Klimaideologie. Sieht so soziale Politik aus? Wir von der AfD sagen gar ganz klar nein. Deutsches Steuergeld muss endlich wieder für die deutschen Interessen verwendet werden. Bezahlbare Lebensmittel durch die Streichung der Mehrwertsteuer wäre nur ein Beispiel, was wir schon lange gefordert haben. Weitere 3 Jahre grüne Landwirtschaftspolitik kann sich dieses Land nicht leisten. Sonst sind wir wieder im Mittelalter mit Pflug und Ochsenkarren. Das, meine Damen und Herren, wird es mit uns von der AfD nicht geben. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle zur Spätschicht. Die ist heute halbwegs noch im Rahmen. Und sie bleibt das auch, wenn Sie sich alle natürlich an Ihre Redezeiten halten. Wir haben ja noch einen Einzelplan. Aber jetzt erhält erstmal das Wort Dr. Matthias Mirsch für die SPD-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor wenigen Wochen hat die wichtigste Stiftung in der Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 2 jungen Frauen einen Ehrenpreis verliehen, nämlich Miriam Rapior, die frühere BUND-Jugendvorsitzende, und Katrin Muß als Vertreterin des Bundes Deutscher Landjugend. Diese beiden jungen Frauen haben aus meiner Sicht das geschafft, was eigentlich der Schlüssel für unsere zukünftige Landwirtschaftspolitik sein muss, nämlich über die Gräben hinweg gemeinsam Dinge zu formulieren in der Zukunftskommission Landwirtschaft, wo Landwirtschaft nicht gegen Ökologie und gegen Ökonomie gedacht wird, sondern zusammen. Für die Sozialdemokratie kann ich sagen, das ist unser Bild von Landwirtschaft. Es geht nur miteinander und nicht gegeneinander, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lieber Herr Rief, wenn Sie dem Bundeslandwirtschaftsminister Talkshow-Auftritte vorwerfen, da muss ich Ihnen schon sagen, das, was ich die letzten 4 Jahre mit einer Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erlebt habe, war leider nicht nur Talkshow, sondern auch ganz viel Hochglanz ohne irgendeinen Inhalt drin. Und insofern bin ich froh, dass dieser Landwirtschaftsminister nun liefert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Stegemann, und wenn Sie jetzt sagen, es ist ja lächerlich, das, was Sie gesagt haben, fand ich ehrlicherweise auch etwas lächerlich. Wenn Sie hier uns vorwerfen, wir wüssten nicht, wie es auf Höfen in Deutschland aussieht. Ich will Ihnen mal sagen, ich habe die Zweifel, Sie wissen es vielleicht, aber wer die Hofstruktur der Landwirte, Politikerinnen der letzten Jahre der Union sich mal anguckt, kann schon die Frage sich stellen, für welche Art von Landwirtschaft eigentlich hier Politik und Lobbyismus gemacht worden ist. Und deswegen, ich bin froh, dass es hier jetzt etwas gelingt, was wir 4 Jahre in der Großen Koalition nicht geschafft haben. Endlich schaffen wir im Bereich des Tierwohls ein verbindliches Tierwohl-Label, was natürlich flankiert werden muss, auch mit einer entsprechenden Finanzierung, mit baurechtlichen Anpassungen und mit den Grundvoraussetzungen, dass Landwirte tatsächlich in mehr Tierwohl investieren können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen, nein, wir haben es nicht verhindert, Herr Stegemann. Ihre Ministerin war nicht mal in der Lage, Grundlagen dafür vorzulegen. Wir werden jetzt noch im Dezember hier die Grundlagen diskutieren und dann in diesem Parlament eine verbindliche Kennzeichnung einschließlich der Finanzierung beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ja, das können Sie gerne beobachten. Sie können sich sogar konstruktiv auch mit einbringen. Sie sind herzlich eingeladen. Wir nehmen auch gerne Anregungen weiter mit auf. Ich will aber neben dem Tieraspekt einen anderen Aspekt ganz bewusst hier auch ansprechen, der ein bisschen Rand- und Nischenthema hat. Wir erleben gerade in diesen Tagen und in diesen Wochen, dass neben Energie, Wasser, Ernährung der zentrale Bestandteil unseres Zusammenlebens ist. Gestern haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier in Berlin viele Menschen demonstriert gegen die weitere Patentierung von Pflanzen und Lebewesen. Das ist ein Thema, ein Nischenthema. Aber ich sage es ganz bewusst, es ist richtig, auch Gelder für Genforschung hier einzustellen und sich sehr genau mit Gefahren und auch möglicherweise mit Chancen zu beschäftigen. Aber ich sage ganz bewusst, wer das tut, muss gleichzeitig auch die Strategie von großen Konzernen der letzten Jahrzehnte im Blick haben, was teilweise mit neuen Züchtungsmethoden passiert ist. Wenn wir, ähnlich wie wir es im Energiesektor viele, viele Jahrzehnte hatten, auch im Bereich der Ernährung eine Konzentration des Saatguts auf wenige haben, dann haben wir Abhängigkeiten, die genau die Vielfalt der Landwirtschaft einschränken, sowohl international wie national. Das dürfen wir nicht zulassen. Und deswegen müssen wir diese Entwicklung ganz genau im Blick haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Präsident, der jetzt gerade mit der werten Präsidentin gewechselt hat, hat eben von Genuss und Landwirtschaft gesprochen. Ja, da hat er recht. Aber wir sehen auch, Landwirtschaft der Zukunft ist die Schlüsselfrage auch dieser Gesellschaft. Insofern bedanke ich mich bei allen, die im ersten Jahr an dieser Landwirtschaftspolitik der Ampel mitgemacht haben. Wir haben noch eine Menge vor uns. Ich bin sicher, wir werden noch die nächsten 3 Jahre Großes bewegen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort erhält Dr. Gero Clemens Hocker für die FDP-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Landwirtschaft in Deutschland, vor allem die tierhaltenden Betriebe, befinden sich in der wohl größten Krise der vergangenen 70 Jahre. Und zwar nicht, weil sie etwa schlechte Produkte erzeugen würden und auch nicht, weil sie ineffizient wären und auch nicht, weil sie nicht gut ausgebildetes Personal zur Verfügung hätten. Ganz im Gegenteil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der zentrale Punkt für die Krise, die wir gegenwärtig sehen müssen, liegt in dem Umstand, es in den letzten 16 Jahren und übrigens auch darüber hinaus immer häufiger nationalstaatliche Alleingänge beschritten wurden und so die Produktionsstandards immer weiter auseinandergegangen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist der Grund. Das ist der Grund dafür, dass der Wettbewerb zwischen inländischem Erzeuger und ausländischem Erzeuger schon lange nicht mehr nach fairen Kriterien erfolgt. Dieser unfaire Wettbewerb ist es, der Betriebsinhabern das Leben in Deutschland so schwer macht, immer mehr Betriebe in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den Ruin getrieben hat. Und dieser unfaire Wettbewerb, der ist es, der am Ende dazu führt, dass Lebensmittel in Deutschland auf dem Teller des Verbrauchers landen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen und zu Standards erzeugt wurden, die man einem deutschen Landwirt niemals zugestanden hätte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dieser Entwicklung muss endlich etwas entgegengesetzt werden. Und es ist zentrale Aufgabe dieser Bundesregierung und der Sie tragenden Fraktion, das endlich zu tun. Und meine verehrten Kolleginnen und Kollegen der Union, so oft ist Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten, ich beschränke es ausdrücklich nicht auf 16 Jahre, in den letzten Jahrzehnten sind falsche Versprechungen gemacht worden, wurde Geld ins Schaufenster gestellt, wurde angereizt, dass man vielleicht auch wieder eigene Mittel investiert, dass man zur Bank geht und neuerliche zusätzliche Kredite aufnimmt, sich verschuldet, neue Geschäftsmodelle entwickelt. Und das Problem war,
dass häufig genug die Geschäftsmodelle, die Politik sich gewünscht hat vom Erzeuger, vom Verbraucher eben überhaupt nicht honoriert wurden. Das ist das Problem. Und ich sage Ihnen eins, wer diese Fehlentwicklung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte fortschreibt und glaubt, sie alleine kompensieren zu können dadurch, dass man wiederum Geld ins Schaufenster stellt, der versündigt sich an einer ganzen Branche und der führt die Fehler fort, die Sie in den letzten Jahrzehnten zu verantworten haben. Und da machen wir nicht mit, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich sage Ihnen eins, lieber Albert Stegemann, anstatt wiederum Landwirte mit falschen Versprechungen in neue Abenteuer zu locken, muss Landwirtschaftspolitik im Jahre 2023 ein neues Kapitel aufschlagen. Wir müssen dreierlei tun. Erstens, wir müssen denjenigen Betrieben, die gerne bereit sind zu investieren, vielleicht sogar aus eigenen Mitteln, endlich die Gewähr geben, dass wenn sie investieren, aus eigenen oder auch aus Fremdkapitalmitteln, dass nicht nach 3 oder nach 5 oder nach 12 oder nach 24 Monaten wiederum neuerliche Auflagen über ihnen ausgeschüttet werden. Egal ob aus Berlin, ob aus Hannover oder aus einer Landesregierung oder von der kommunalen Ebene, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist unsere Aufgabe, denn sonst wird kein Investment erfolgen, sonst wird es nicht gelingen, dass zusätzlich in noch mehr Tierwohl in Deutschland investiert werden wird. Wir brauchen endlich eine Auflagenmoratorium. Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Aus der AfD-Fraktion, ja. Dann können wir mal ins Eingemachte gehen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Danke, Herr Kollege, dass Sie diese Frage zulassen. Sie haben ja eben, ich sag mal, sehr intensiv auf die CDU und die letzten 16 Jahre eingedroschen und darüber, dass unterschiedliche Standards geschaffen wurden. Nun ist meine Frage oder das, worum es mir geht. Am Dienstag hatten wir eine Sondersitzung im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Da ging es um die Verordnung bzw. um das Gesetz für die Tierarzneimittel, wo Ihnen vorher in der Anhörung jeder Experte gesagt hat, das ist zu scharf, das ist zu doll, das geht so nicht. Wo Sie ja nun gerade gesagt haben, wir dürfen in diesem Land keine Alleingänge machen, keine besonderen Standards schaffen und Sie es der CDU vorgeworfen haben. Nun frage ich Sie, wie heuchlerisch kann man sein, genau dasselbe zu betreiben und hier etwas anderes zu behaupten? Verehrter Herr Kollege, leider lässt es unsere Geschäftsordnung nicht zu, dass auf eine Frage mit einer Gegenfrage geantwortet wird. Aber ich sage Ihnen ganz ausdrücklich, es muss das Ziel dieser Bundesregierung und der sie tragenden Fraktionen sein, zu verhindern, dass nationalstaatliche Alleingänge beschritten werden. Und am vergangenen Dienstag haben wir eine Sondersitzung des Landwirtschaftsausschusses gehabt, weil wir uns sehr intensiv genau mit der Frage beschäftigt haben, wie man das hinbekommt, abzuwägen zwischen dem, was notwendig ist, und dem, was zusätzliche Auflagen bedeuten würde. Und ich glaube, dass diese Koalition insgesamt einen sehr guten Kompromiss gefunden hat. Deswegen passt Ihre Frage überhaupt nicht zu dem, was ich eben gesagt habe. Herr Rink, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Verehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, der zweite Punkt ist, dass der Verbraucher, und da ist die Koalition tatsächlich auf einem guten gemeinsamen Weg, dass der Verbraucher endlich tatsächlich transparent und unkompliziert erkennen muss, wo ein Tier gehalten wurde, wie es gehalten wurde, wo es gemästet, transportiert und letzten Endes auch die Erzeugnisse weiterverarbeitet wurden. Und deswegen ist es gut und richtig, dass man sich auf den Weg gemacht hat, ein Haltungs- und Herkunftskennzeichen auf den Weg zu bringen. Da gibt es, wie das bei gemeinsamen Gesetzesvorhaben immer der Fall ist, noch Diskussionsgegenstände. Das ist so. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es damit gelingt, tatsächlich die Transparenz zu schaffen, die wir brauchen, um den Verbraucher in die Pflicht zu nehmen, seinen Worten auch endlich Taten folgen lassen zu können. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist mir ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite gemeinsam beklagen, dass durch Klimawandel, durch Flächenversiegelung global immer weniger landwirtschaftliche Fläche für die Produktion zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite aber der Bedarf nach hochwertigen Lebensmitteln, auch nach immer mehr Lebensmitteln steigt, weil immer mehr Menschen auf diesem Globus leben. Gleichzeitig wir aber Landwirten es versagen, die Technologien auch zur Anwendung kommen zu lassen, die sie benötigen, um genau eben diesen vermeintlichen Gegensatz aufzulösen. Natürlich müssen wir im Bereich innovative Züchtungsmethoden vorankommen. Natürlich müssen wir auch bei Pflanzenschutzmitteln vorankommen. Und wir würden es uns in die eigene Tasche lügen, wenn wir den Kurs der letzten Jahrzehnte fortsetzen würden, wie es leider auch unter Ihrer Führung häufig genug der Fall
dabei gewesen ist, dass man sich eben solchen Innovationen versagt hat. Das passt nicht ins Jahr 2023. Wer den Hunger in der Welt tatsächlich bekämpfen will, der macht das nicht über Verzichtappelle, sondern darüber, dass wir neue Technologien in die Fläche bringen müssen und so den Welthunger bekämpfen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Astrid Damrau. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren hier den Einzelplan 10, Ernährung, Landwirtschaft. Und es tut mir leid, Herr Minister, dass ich Sie daran erinnern muss, und Fischerei. Sie sind auch Minister für die deutsche Fischerei und haben in Ihrer Rede mit keiner einzigen Zeile unsere Fischerinnen und Fischer erwähnt. Und das, Herr Minister, vor dem Hintergrund, dass aktuell viele Fischereibetriebe unverschuldet in eine existenzbedrohende Krisensituation geraten sind. Die Kosten für Betriebsmittel, insbesondere für Treibstoff, sind auf einem derart hohen Niveau, dass sich Fangfahrten schlicht nicht mehr lohnen. Die Hilferufe aus der Fischerei sind und waren deutlichst zu hören. Und doch hat es eines monatelangen Kämpfens bedurft, um endlich Beihilfen für die Fischerei zu erreichen. Anfang April hatte meine Fraktion den ersten Antrag für Soforthilfen eingebracht. Ende Mai hatte der Bundestag 10 Millionen Euro im Haushalt zur Krisenhilfe beschlossen. Und erst im August wurden die ersten Gelder ausbezahlt. In Ihrem Haushaltsentwurf waren keine weiteren Fischereihilfen für das kommende Jahr vorgesehen. Dankenswerterweise hat dies der Bundestag über die Fraktionen hinweg geheilt. Es sind also jetzt auch für 2023 weitere 10 Millionen Euro für Schnellhilfen für unsere Fischer vorgesehen. Ich erwarte von Ihnen jetzt, Herr Minister, dass Ihr Ministerium aber wirklich schnellstens die bestehenden Vergabebedingungen überprüft und auf Praxistauglichkeit überprüft und entsprechend anpasst. Und das Ganze bitte schnell. Einen weiteren zukunftsweisenden finanziellen Ansatz für unsere Fischerei sucht man in diesem gesamten Haushalt jedoch trotzdem vergeblich. Der Verband der deutschen Kutter- und Küstenfischer beispielsweise adressierte an die Politik Forderungen, beispielsweise nach Absicherung ihrer Fanggebiete, vor allem vor dem Hintergrund des massiven Ausbaus der Offshore-Windenergie. Ich frage Sie, Herr Minister, sind Sie hierzu mit den betroffenen Fischerinnen und Fischern im Gespräch? Haben Sie darüber überhaupt noch irgendein Gespräch geführt, vielleicht auch mit Ihrer Kollegin aus dem Umweltministerium? Ebenso ist dringend notwendig der Aufbau eines praxistauglichen Modernisierungsfonds für die Fischereiflotte und selbstverständlich die konsequente Ausnutzung aller Fördermöglichkeiten für unsere Fischereibetriebe. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte mir auch deutlich mehr Leidenschaft bei einem grünen Landwirtschaftsminister zum Thema Tierschutz erwartet. Zahlreiche Tierheime im Land haben mit außergewöhnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Mancherorts sind es die Haustiere ukrainischer Flüchtlinge, flächig sind es aber Betriebskosten und Nachwirkungen des pandemiebedingten Haustierbooms. Während der Deutsche Tierschutzbund aufgrund stark steigender Belastungen die Schließung vieler Tierheime befürchtet, spekuliert der Bundesminister vor der Presse über eine Bundesstiftung zur Förderung von Tierheimen. Allerdings ist diese Absicht in keiner Weise in diesem Haushaltsentwurf auch nur ansatzweise verankert. Gleichzeitig lehnen die Ampelparteien völlig ambitionslos die von uns beantragten 5 Millionen Euro für unsere Tierheime im Jahr 2023 ab. In 2022 haben sie diese Mittel noch eingestellt. Der Minister übergibt im Moment aus diesen Mitteln pressewirksam Förderbescheide. Aber in 2023 sind Ihrer Ansicht nach ganz offensichtlich die Tierheime alle aus dem Schneider. Das kann es so nicht sein. Und parallel dazu, Herr Minister, finden Sie aber trotzdem reichlich Geld in Ihrem Haushalt für die Schaffung eines Tierschutzbeauftragten nebst zwei
zwei weiteren Mitarbeitern. Und Sie können bis heute auch auf unsere Anfrage hin nicht genau erklären, was dieser Beauftragte eigentlich genau zu tun soll, zumal es ja entsprechende Strukturen in Ihrem Ministerium durchaus gibt. Als Abgeordnete eines Küstenwahlkreises liegt mir natürlich auch der Küsten- und Hochwasserschutz am Herzen. Es fällt zunächst positiv aus auf im Haushalt, und als Schleswig-Holsteinerin sage ich auch, haben wir uns durchaus darüber gefreut, dass die Mittel für den Küstenschutz deutlich erhöht wurden. Aber Vorsicht, im Gegenzug wird der Bundesanteil an den Investitionen in der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrar- und Küstenschutz, der Agrarstrukturen des Küstenschutzes um rund 153 Millionen Euro gekürzt. Wir haben es schon gehört. Hier insbesondere zulasten des Sonderrahmenplans zur Förderung der ländlichen Entwicklung, und zwar um 30 Millionen Euro. Damit, Herr Minister, zeigen Sie ganz deutlich, dass Ihre Regierung, Sie als Landwirtschaftsminister, nun wirklich überhaupt nichts am Hut haben mit der Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums, geschweige denn mit irgendwelchen gleichwertigen Lebensverhältnissen. Ich weiß, Geld ist nicht alles, aber Geld ist schon ganz schön viel. Und wenn wir da vorankommen wollen, dann muss das auch finanziell unterlegt werden. Sonst werden Sie keine Kommune, keine Stadt dazu bekommen, auch nur irgendetwas in dieser Hinsicht zu machen. Also abschließend ist es nach wie vor so, Sie verkünden und es gibt Ankündigungen, und genau dabei bleibt es. Leider muss ich sagen, es bleibt dabei, Herr Özdemir, Sie sind ein Ankündigungsminister. Vielen Dank. Das Wort erhält Karl Bär für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen aus den demokratischen Fraktionen! Es ist an der Zeit, in dieser Debatte über ein Thema zu sprechen, das bisher zu kurz gekommen ist und in dem die Zukunft der Landwirtschaft schon aufscheint, nämlich den ökologischen Landbau. Wenn man sich gerade anschaut, wie die Preise steigen, dann steigen die Preise für konventionelle Produkte meistens mehr als für die Bioprodukte. In manchen Fällen im Supermarkt ist das Bioprodukt schon billiger als das konventionelle. Und wir fragen uns aus der Erfahrung heraus natürlich, warum ist das so? Und ich habe dazu ein paar Zahlen. Aus dem agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung von 2019, noch unter Kollegin Glöckner, pro Hektar gibt ein konventioneller Hof mehr als das 50-fache für Pestizide aus, mehr als das 6-fache für Düngemittel und mehr als das Doppelte für den Zukauf von Futter als ein Biobetrieb. Das heißt, der Schock durch den russischen Angriff auf die Ukraine, der trifft die konventionelle Landwirtschaft viel härter letztendlich als die Biokollegen. Und in Anlehnung an Christian Lindners Rede über die erneuerbaren Energien könnte man die Biolandwirtschaft eine Freiheitslandwirtschaft nennen. Sie macht uns unabhängiger von fossilen Energien, von Düngemittelimporten und von energieintensiv produzierten Düngemitteln. Sie trägt weniger zur Klimakatastrophe bei und ist besser dafür gewappnet, wieder klarzukommen. Und sie reduziert die externen Kosten der Landwirtschaft, und das ist laut der Zukunftskommission Landwirtschaft, um die 90 Milliarden Euro pro Jahr durch Schäden in der Natur, am Boden und am Wasser zum Beispiel. Die Regierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 30% der Fläche in Deutschland auf Bio umzustellen. Und deshalb schaffen wir einen Sonderrahmenplan für Ökolandbau und Biodiversität in Höhe von 175 Millionen Euro. Und wir fördern die Umstellung von Kantinen. Wenn wir jetzt, hier ist ja niemand mehr, aber doch, es sind noch Leute da. Wenn wir Leute zuhören, wenn Sie in den Kantinen, in den Schulen, in den Mensen, in der Uni gerne mehr Bio essen, mehr regionales Essen hätten, vegetarische Gerichte, die was schmecken, wenn die Köche und Köchinnen sich beraten lassen wollen, dann fördern wir aus diesem Haushalt das mit bis zu 35.000 Euro pro Stück. Die Ökoprämien, die Bäuerinnen und Bauern während und nach der Umstellung auf Bio bekommen, werden neu berechnet, und sie werden deutlich steigen. Und das Bundesprogramm Ökologischer Landbau wird erhöht, und zwar langfristig, sodass wir neue Projekte machen können für den ökologischen Landbau. Das alles reicht noch nicht. Damit das Ziel erreicht wird, müssen wir in allen Programmen vom Landwirtschaftsministerium dieses 30%-Ziel durchziehen und alle anderen Ministerien, jetzt sind noch ein paar Staatssekretäre da,
müssen auch ihren Beitrag leisten. Wir müssen alle etwas tun, weil uns mehr Bio auch allen nützt, weil es uns widerstandsfähiger macht gegen die Krisen um uns herum. Vielen Dank. Nächste Rednerin in dieser Debatte ist Susanne Mittag für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, das sind ja schon einige Aspekte in diesem Haushalt dargestellt worden, gerne auch kritisch oder was wieder mal fehlt, immer schön den Untergang vor Augen. Man darf aber auch besonders in schwierigen Zeiten auch als Opposition mal einen positiven Blick in die Zukunft werfen. Das wird auch von Bürgern, auch von Ihnen erwartet. Aber nach so vielen Jahren Regierungsbeteiligung mit Schuldzuweisungen an anderen, Blockade von Zukunftsmöglichkeiten und als letztes Mal noch mal richtig Geld draufschütten, sind unsere Erwartungen an ihre Möglichkeiten offensichtlich zu hoch. Da sind die Landwirtinnen und Landwirte schon erheblich weiter. Und da kann ich auch sagen, fragen Sie die doch einmal. Erst kürzlich auf der Eurotier konnte man gut erkennen, welche Angebote besonders von jungen Landwirtinnen und Landwirten richtig gut besucht waren. Das zeigt Innovation. Und dem kommen wir dann im Haushalt auch nach. Und sei es bei der Förderung von Innovationen im Bereich von nährstoffarmen, von nährstoffreichen Organismen, zum Beispiel Insekten als Futter, als Lebensmittel, den Umbau der Tierhaltung mit innovativen Haltungssystemen, und zwar sehr modernen Haltungssystemen, im Bereich der Ackerbaustrategie, wo es nicht nur um Vorhaben der nachhaltigen Ackerbaustrategie geht, sondern endlich auch mal nach so vielen Jahren von Ihnen die nachrangig betrachteten Bereiche Gartenbau, Sonderkulturen und nachwachsende Rohstoffe. Die Zukunft der Landwirtschaft muss mehr in der Hand der Landwirte liegen. Die Auslieferung an Großkonzerne war einfach ein Irrweg. Und dabei helfen die aufgestockten Etats in der ländlichen Entwicklung und regionalen Wertschöpfung. Und jetzt auch besonders für die Bereiche wie Wohnen, Dorfläden, Kultur, Ehrenamt, für Projekte der Dezentralisierung mit Etatsteigerung und finanzieller Absicherung bis 2030, der besseren Unterstützung des Bundesverbandes der Regionalbewegung und, wenn alles nicht hilft, gegen die Ausbeutung, die Ombudsstelle gegen unlautere Handelspraktiken wird auch endlich eingerichtet. Zur Landwirtschaft gehört allerdings auch, ist schon erwähnt worden und es ist sehr wohl betrachtet worden, die Seewirtschaft, die Fischerei, die Aquakulturen. Auch hier ist mal endlich Zukunftsorientierung angesagt. Mit einem neuen Forschungsschiff, das ist schon erwähnt worden, einer zentralen Anlaufstelle für Aquakulturen auf See und an Land, mit Forschung und regionaler Wertschöpfung, festgeschrieben im Etat Nutztierhaltung im Rahmen von regionaler Produktion und Verwertungsketten. Die gehören da immer zu. Und als Überbrückung dahin für das Überleben der Fischerei, sonst kommen die da gar nicht mehr an, mit 10 Millionen Euro Hilfen. Das ist nicht wenig und mehr als jemals zuvor. Und gerade in der Landwirtschaft hat die Kreislaufwirtschaft einen hohen Stellenwert und wird weiter ausgebaut über die Tierhaltung, Energieversorgung, die Düngung, Futter- oder Lebensmittelerzeugung wird diesem Gedanken Rechnung getragen. Und wenn in Zeiten drohender Energieknappheit die regenerativen Möglichkeiten in der Landwirtschaft voll ausgenutzt werden müssen, aber durch Stromerlösabschöpfung ein Zuschussgeschäft werden könnte, dann kann ich nur sagen, auch wenn es nur die nächsten anderthalb Jahre sind, hat das massive negative Folgen. Und deswegen würde ich sagen, dass die Gleichbehandlung von Biomethan und Biogas eigentlich nur folgerichtig wäre. Und ja, wahrscheinlich kommt bei dem einen oder anderen Begeisterung auch bei der Opposition. Da sind Sie ja derzeit auch gerne wegen der hohen Strom- und Gaspreise, zum Beispiel im Bereich Bäckereien oder Schlachtereien, unterwegs. Allerdings haben Sie leider gegen die dafür notwendigen Maßnahmen im Gesetz ja gestimmt. Und deswegen passt das jetzt mit der Wirklichkeit nicht so. Sie gegen die Erstattung von Abschlagszahlungen, Unternehmerhilfen und die Deckelung der Preise. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass nicht nur die Mittelstandsbetriebe, und das ist nun mal in der Landwirtschaft, wie Molkereien, Bäckereien, Mühlen und Schlachthöfe, gestützt werden, sondern auch unter Glasanbau und Aufzucht in der Tierhaltung. Und zum Schluss, trotzdem wichtig, wollen wir uns ja nicht nur mit unseren Problemen hier im Land beschäftigen. In unserem Etat sind auch Mittel für die bilaterale technische Zusammenarbeit mit dem Ausland
Problemlagen, aber auch was möglich ist, haben wir erst kürzlich auf einer Delegationsreise nach Kenia und Sambia festgestellt. Und sich von 2 Regenzeiten und 3 Ernten auf 5 ausgefallene Regenzeiten umzustellen, das ist schon eine existenzielle Herausforderung, die nicht leicht zu meistern ist. Und die Aufstockung, also die veränderten Anbaumethoden, Rückgriff auf regionale Sorten können Ernten sichern. Und ein ganz wichtiger Fokus ist, dort die Frauen in der Landwirtschaft, die dafür zuständig sind, für die Landwirtschaft, Ernährung, Gesundheit, Bildung und Wertschöpfung. Was für eine große Aufgabe die Frauen da übernehmen, ist nicht zu unterschätzen. Und das wollen wir auch unterstützen. Die Aufstockung des Etats, ebenso für die Soforthilfe für die FAO, wo der Aufbau noch nicht erfolgen konnte, sind zukunftsträchtig. Und diese ganze Bandbreite, das ist die Zukunft der Landwirtschaft. Für die CDU-CSU folgt nun Max Straubinger. Ja, geschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, am Ende der Debatte ist es durchaus mit angebracht, noch mal etwas zusammenzufassen. Und Frau Kollegin Mittag, Sie haben da uns aufgefordert, auch als Opposition etwas optimistischer sozusagen, also in die Zukunft zu blicken und auch Optimismus zu verbreiten. Aber auf Grundlagen der Haushaltseckschätze, die Sie gebildet haben, fehlt uns leider Gottes dieser Optimismus. Denn dieser Haushalt, der bedeutet ja eigentlich nur mehr Belastungen und weniger Planungssicherheit für unsere Landwirtinnen und Landwirte. Und das zeigt sich sehr deutlich. Keine Entlastung bei den Sozialversicherungsbeiträgen, mehr Belastung und mehr Bürokratie beim Tierarzneimittelgesetz, keine Planungen für die Viehhalter bei der Weidetierhaltung, wie man mit Wolf umgeht, keine Zielrichtung, in keinster Weise erkennbar. Und wenn ich an die Pflanzenschutzrichtlinie der EU denke, dann graut mir sowieso bei dieser Bundesregierung in der Umsetzung. Also wo soll da der Optimismus herkommen, Frau Kollegin? Und vor allen Dingen, Sie sind ja angetreten, und das zeigt sich ja durch alle Äußerungen, insbesondere aus der grünen Seite, aber auch von der SPD, dass es letztendlich nur um den Abbau der Tierhaltung in Deutschland geht. Extensivierung, das ist Ihre Zielmarke der ganzen Politik. Und das kann meines Erachtens aber nicht sehr Optimismus für die Landwirte also mit hervorrufen und bedeuten. Und es zeigt sich, dass Sie mit einem lächerlichen Betrag einen Umbau der Tierhaltung hier herbeiführen wollen in Deutschland. Sie wurde ja vielfältigst dargelegt. Die Borchert-Kommission hat es ja beziffert, wie viel Finanzmittel dafür notwendig sind. Sie setzen 150 Millionen je Jahr, 4 Jahre lang angeblich da als zielorientierte Marke ein. Ja, da wird sich kein einziger Landwirt überhaupt darum kümmern können, sich in ein solches Programm mit einzuschreiben. Wo soll da der Optimismus herkommen, Frau Kollegin Mittag? Das muss man ja mitsehen. Das bedeutet auch, dass Sie letztendlich ja anhalten, hier die Tierhaltung zu vermindern in Deutschland, um Ihre CO2-Ziele zu erreichen und Methanausstoßziele zu erreichen und dergleichen mehr. Das ist Ihnen offensichtlich wichtiger, wie eine vernünftige Tierhaltung mit in unserem schönen Land hier zu organisieren. Und es zeigt sich, die warnenden Stimmen aus der Fleischindustrie waren ja in der vergangenen Woche ja feststellbar. Hier wird klar und deutlich festgestellt, dass es möglicherweise bald einen Mangel aus einheimischer Fleischerzeugung in Deutschland geben wird. Und das führt hinterher zu steigenden Preisen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Es mag man wollen. Und ich bin überzeugt, die grüne Fraktion will das herbeiführen, natürlich, weil sie glaubt, dass damit also mehr gesunde Ernährung für die Verbraucherinnen und Verbraucher übrig bleibt, mehr Körner für die Verbraucherinnen und Verbraucher und damit natürlich also sogenannte mehr Ökoprodukte. Liebe Frau Kollegin, Sie hätten uns begleiten sollen
begleiten sollen, wenn sie ihrem, sage ich jetzt einmal, aufgeproppten Vegetarismus und Veganismus, wie der sich darstellt. In der Regel untermauert mit Tomaten, mit Zucchini, mit Gurken und sonstigen Dingen, Steckrüben, rote Rüben, vielleicht, das wäre noch gut, weil es einheimische Produkte sind, Avocado und, aus aller Herren Ländern der Welt eingeführt. Zu unmöglichsten Bedingungen produziert. Wir konnten es bei unserer Ausschussreise mit betrachten. Die Kolleginnen und Kollegen, Sie können ja dann Ihre teilnehmenden Kolleginnen mit befragen, dass Grundwasser abgesenkt wird auf 20% des ursprünglichen Zustands. Das ist ein Naturfrevel, der dort betrieben wird. Nicht nur Frevel, sondern es ist unerträglich. Und wenn diese Produkte dann bei uns eingeführt werden, zu niedrigsten Preisen mit einem Biosiegel versehen, obwohl Pflanzenschutzmittel in umfangreichsten Umfang also mit auch eingesetzt werden, dann ist es noch sogar eine zugelassene Verbrauchertäuschung, die stattfindet und mit dieser Produktion letztendlich hier auch die heimische Produktion von Gemüse und von sonstigen Bereichen hier dann noch nicht mehr unterminiert wird. Und das ist Ihre Politik. Denn Sie treten ja ständig an, das Fleisch letztendlich aus dem Verzehrskreislauf zu verbieten. Sie haben zwar noch kein Gesetz eingebracht, aber mir schwand ja Übles, wenn ich jetzt lesen durfte letzte Woche, dass ja der Kälterer des Deutschen Bundestages gekündigt hat und jetzt eine neue Ausschreibung stattfindet und sich um diese Ausschreibung die Kollegin Künast kümmert. Und somit den Koalitionsvertrag umsetzen will, das dann bedeutet, dass nur noch zweimal in der Woche Fleisch angeboten werden darf. Ich sag, da ist mir dann der Veggie-Teil lieber, das sage ich ganz ehrlich, den Sie mal propagiert haben bei einem Wahlkampf, das sage ich. Also so ist es, verehrte Damen und Herren. Das ist das Zeichensetzen an die Landwirte in unserem Land. Wir wollen keine Tierhaltung haben, wir wollen von Steckrüben leben. Damit können wir aber keine zukunftsorientierte Landwirtschaft hier auch mit aufbauen. Und deshalb, verehrte Damen und Herren, können wir, liebe Frau Kollegin Mittag, nicht optimistisch in die Zukunft blicken. So gern ich diese Zwischenfrage zugelassen hätte, wäre sie leider schon nach Ablauf der Redezeit gewesen. Von daher hat das jetzt leider nicht geklappt. Hätten uns alle darauf gefreut. Aber jetzt kommt erst mal die nächste Rednerin. Und doch, das ist, darf ich um ein bisschen Ruhe hier bitten, Herr Straubinger, Sie sind nicht mehr dran. So, jetzt kommt Dr. Anne-Monika Spalleck für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben den Haushalt nicht nur ökologischer gemacht, wir haben den Haushalt nicht nur sozialer gemacht, nein, wir haben ihn nämlich auch regionaler gemacht, Herr Straubinger. Im Koalitionsvertrag haben wir es vereinbart, wir werden regionale Wertschöpfungsketten stärken, dass es eben nicht aus Spanien kommt. Und in diesem Haushalt haben wir die Weichen dafür gestellt. Nach jahrzehntelangem Wachse oder Weiche, die fortwährenden Konzentrationsprozesse in Richtung industrieller Produktion in der Landwirtschaft und auch in der Verarbeitung, das müssen wir endlich stoppen. Denn jeder Hof zählt, jede Handwerksbäckerei zählt, jede Fleischerei zählt und auch jede kleine Mühle zählt. 30% der Bäckereien und Fleischereien haben wir in den letzten 10 Jahren verloren. Und von rund 20.000 Mühlen in 1951 haben wir heute nur noch 185. Und ich sage nur drei Worte. 16 Jahre CDU-CSU. Wir handeln.
Das bisherige Bundesprogramm ländliche Entwicklung haben wir umbenannt in ein Bundesprogramm ländliche Entwicklung und regionale Wertschöpfung und auch aufgestockt und diesem Programm damit einen neuen Schwerpunkt gegeben. Weg von der bloßen Entwicklung des ländlichen Raums hin zu souveräner eigener Wertschöpfung auf dem Land durch Obst und Gemüse beispielsweise, zu ländlicher Wertschöpfung. Außerdem haben wir 12 Millionen Euro für einen Modellregionenwettbewerb Ernährungswende in der Region in den Haushalt gestellt, um über so einen Wettbewerb möglichst viele Regionen, Stadt-Land-Regionen zu erreichen, in denen wir ganzheitlich vom Acker über die Verarbeitung vor Ort bis zum Teller eine für Mensch und Planeten gesunde Ernährungswende einleiten. Die Eiweißstrategie haben wir um 4 Millionen Euro aufgestockt, denn die regionale ökologische Ernährungswende schaffen wir nur, wenn wir auch in der pflanzenbasierten Ernährung Schwerpunkte setzen. Und mit diesen Mitteln werden wir Forschung, Anbau und auch Erzeugergemeinschaften stärken. Erste Priorität ist aber jetzt in dieser Krise, die regionalen Betriebe gut durch die Krise zu bekommen. Dafür haben wir mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds 200 Milliarden in den Haushalt gestellt. Als Soforthilfe übernimmt der Bund jetzt im Dezember die Abschlagszahlung für Gas für kleine und mittlere Betriebe. Das wird vor allen Dingen auch energieintensive Lebensmittelhandwerk entlasten, aber auch natürlich die Landwirte. Und die Industrie bekommt diesen Abschlag nämlich eben nicht. 2023 werden wir die kleinen Betriebe dann über die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse entlasten, und zwar ohne Winterlücke, mit fairen Bedingungen im Vergleich zur Industrie. Und das war uns besonders wichtig. Und außerdem haben wir jetzt im Haushalt 100 Millionen verankert im Klima- und Transformationsfonds für Kleinst- und Kleinbetriebe, insbesondere im Lebensmittelhandwerk, damit sie ihre Produktionsanlagen, zum Beispiel Öfen, von Gas oder Öl auf Strom oder erneuerbare Energien umrüsten können. So können sie nämlich von fossilen Energieträgern langfristig unabhängig werden und haben wieder eine Zukunft. Meine Damen und Herren, wir reden nicht nur, wir handeln. Aus ländlicher Entwicklung machen wir nämlich jetzt echte ländliche, nachhaltige Wertschöpfung. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist Peggy Schierenbeck für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, ich stehe heute vor Ihnen und bin sehr, sehr froh. Ich bin froh über 12 Millionen Euro für eine Maßnahme, die für die Gesundheit unserer Gesellschaft entscheidend ist. Es ist der Modellregionenwettbewerb für eine gesunde und nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung. 4 Punkte möchte ich dabei besonders hervorheben. Der Zugang zu gesunder Ernährung ist eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Wir brauchen gleiche und faire Gesundheitschancen für alle. Wir stärken die Bildung im Bereich Ernährung. Wir sagen der Ernährungsarmut den Kampf an. Warum brauchen wir dafür einen Modellregionenwettbewerb? Auch bei uns in Deutschland gibt es Hunger. Nicht unbedingt Hunger mangels weniger Kalorien, sondern vielmehr einen versteckten Hunger, weil das Essen nicht genügend Nährstoffe enthält, unserem Körper nicht das gibt, was er eigentlich braucht, nicht gesund genug ist. Das ist Ernährungsarmut, meine Damen und Herren. Und dieses Problem der Ernährungsarmut findet in Deutschland statt. Ernährungsarmut ist also ein Mangel und Fehlernährung. Ernährungsbedingte Krankheiten, Übergewicht und Nährstoffmangel sind die Folge. Ernährungsarmut ist oft armutsbedingt, weil zum Beispiel preisgünstige Lebensmittel meist sehr energiedicht, aber nährstoffarm sind. Für mich zeigt das ganz klar, wie stark soziale Gerechtigkeit und Ernährung zusammenhängen. Hier sehe ich unseren Auftrag zu handeln. Diesen Auftrag sehe ich insbesondere bei unseren Kindern und Jugendlichen. Das bedeutet, jetzt habe ich die falsche Seite, denn ich finde es alarmierend. Etwa jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig oder sogar adipös. Corona hat die Ernährungssituation nicht besser gemacht. Ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass sich die Zahlen zu Übergewicht und ungesunder Ernährung noch verschlechtert haben. Vor allem die Kinder sind die gesundheitlichen Auswirkungen einer Fehlernährung dramatisch.
Zum Beispiel schränkt es ihre körperliche und geistige Entwicklung ein. Zum Beispiel leiden sie an Diabetes oder sogar Bluthochdruck. Zum Beispiel kommen sie durch Übergewicht viel früher in die Pubertät. Man stelle sich das bitte einmal vor. Zum Beispiel leidet ihr seelisches Wohlbefinden. Wir wissen, wie sehr Körper und Psyche zusammenhängen. Wir sehen also, satt sein allein reicht nicht aus. Was müssen wir also tun? Wir müssen die Gemeinschaftsverpflegung in den Blick nehmen. Täglich nehmen 17 Millionen Menschen in Deutschland an diesem Ort ihr Essen zu sich. Das heißt, in den Kantinen und Mensen, in Kitas, Schulen, Universitäten, Betrieben, Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern. Deshalb ist es ein so großer Hebel für uns. Das Ziel muss sein, eine leckere, gesunde, hochwertige und nachhaltige Verpflegung für alle. Gerade jetzt, in Zeiten steigender Lebensmittelpreise, ist das besonders wichtig. Eine gesunde Ernährung darf nicht zum Luxusgut werden. Hohe Preise für gesunde Lebensmittel sind ein Brandbeschleuniger für Ernährungsarmut. Der Modellregionenwettbewerb ist deshalb eine riesengroße Chance, weil er uns an dieser Stelle ermöglicht, als Bund Einfluss zu nehmen und Vorbilder zu schaffen. Er zeigt Wege, wie eine faire und sozial gerechte Ernährung der Zukunft gelingen kann. Das bedeutet, Kantinen und Mensen sollen Wohlfühlorte sein. Denken Sie nur an Ihren letzten Besuch in Ihrem Lieblingsrestaurant, einen Ort, an dem Sie sich gerne aufhalten, Energie tanken und genießen. So soll es auch in Kantinen sein. Denn Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme. Essen ist Genuss, soll Spaß machen, ermöglicht Begegnungen. Und man kann so viel darüber lernen. Das bedeutet wiederum, dass Kantinen und Mensen zu Lern- und Erlebnisräumen werden müssen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Kantine, ein Ort, an dem Sie sich in Zukunft wohlfühlen werden, und lernen dabei etwas über das, was Sie gerade essen, was Nahrung mit Ihrem Körper und Ihrer Gesundheit zu tun hat. Um Ihnen die Qual der Essensauswahl zu erleichtern, schaffen wir faire Ernährungsumgebungen, also ein Umfeld, das die gesunde Wahl zur leichteren macht. Und weil das alles noch nicht genug ist, muss auch die Qualität stimmen. Das stellen die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sicher. Und weil mir unsere Landwirtschaft so wichtig ist, sollen regionale, saisonale und ökologisch erzeugte Lebensmittel Vorrang haben. Auch das Klima ist mir wichtig. Deswegen stärken wir das pflanzenbetonte Angebot. Das bedeutet mehr attraktive Speisen aus Gemüse, Rohkost, Salat und Hülsenfrüchten und weniger Fleisch. Auch das ist eine Empfehlung der DGE, und die Umwelt dankt es uns. Meine Damen und Herren, ich will, dass Sie wissen, was ich weiß. Ernährung ist der effektivste Hebel, um unsere Gesundheit zu verbessern und nachhaltiger zu leben. Es ist unser Auftrag, unsere Fürsorgepflicht, all diese Erkenntnisse über Ernährung umzusetzen. Die Einrichtungen in der Gemeinschaftsverpflegung sind dafür der beste Ort. Der Modellregionenwettbewerb dient uns als Instrument für die Ernährungswende, damit alle die gleiche Chance auf ein gesundes Leben haben. Danke. Nächster Redner ist unser fraktionsloser Kollege Stefan Seidler. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist schön, Ihnen zuzuhören, wenn man noch kein Abendessen gehabt hat, aber vielen Dank dafür. Lassen Sie mich aber zu diesem Einzelplan einen besonderen Blick auf einen ganz anderen Bereich werfen, nämlich den Küstenschutz, für den Ihr Haus auch zuständig ist, Herr Minister Özdemir. Vor wenigen Tagen, am 12. und 13. November, gedachten wir im Norden entlang der Ostküste den Opfern des großen Sturmhochwassers von 1872. Damals verloren über 270 Menschen über Nacht ihr Leben. Tausende Familien wurden obdachlos, ganze Orte wurden weggespült. In Flensburg, in Eckernförde und in anderen Orten an unserer Ostküste stiegen die Pegel um über 3 Meter. Heute wissen wir, dass zu hohe Pegelstände, Hochwasser aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels und des Klimawandels bald häufiger bei uns auftreten werden. Die Menschen im Norden sind alarmiert. Bei einer Katastrophe wie vor 150 Jahren wären heute ein Vielfaches an Opfern und Schäden zu beklagen. Hunderttausende Menschen und Milliarden an Sachwerten sind an unseren Küsten bedroht. Das zeigt, Küstenschutz hat höchste Priorität verdient. Die Aufstockung um 25 Millionen Euro für den Küstenschutz im vorliegenden Haushalt ist eine begrüßenswerte Steigerung und ein klares Signal von Ihnen. Vielen Dank.
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist leider nur ein kleiner Tropfen in die große Nordsee oder in unsere Ostsee. Die Ausgaben, vor denen wir stehen, für die Ertüchtigung von Deichen, Sicherung von Dünenlandschaften, für Entwässerung, für Schleusen, sind massiv und sie werden steigen. Zudem kommt ein strukturelles Problem bei der Finanzierung. Der Bund fördert nämlich nur Neubaumaßnahmen und keinen Unterhalt. Küstenschutz ist eine Aufgabe von Bund und Ländern. Es braucht gemeinsame Verantwortung, auch beim Unterhalt. Aber, und jetzt kommt ein Satz, der in der Haushaltswoche vermutlich nicht so oft fällt, mehr Geld alleine wird das Problem nicht lösen. Auch der Fachkräftemangel trifft den Küstenschutz. Tatkräftige Expertinnen für den Deichbau sind sehr umworben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Küstenschutz stehen wir durch den Klimawandel vor einer Jahrhundertaufgabe. Trotzdem verlieren wir uns noch zu oft im politischen und administrativen Klein-Klein zwischen Berlin, den Küstenländern und den Kommunen im Norden. Wir brauchen Lösungen für die Menschen an der Küste und klare Strukturen. Ich denke in erster Linie an eine bessere Koordinierung. Wir müssen die strukturellen Probleme des Küstenschutzes gemeinsam anpacken. Wir brauchen eine koordinierende Stelle. Herr Minister, ich denke, es ist Zeit für einen Bundesbeauftragten oder eine Bundesbeauftragte für den Küstenschutz. Vielen Dank. Und die letzte Rednerin in dieser Debatte ist Dr. Franziska Kersten für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ernährung und Landwirtschaft sind Grundlage jeder Gesellschaft, und da sind wir uns sicherlich alle einig, weil die Erzeugung von Lebensmitteln bei allen Menschen elementar ist, für alle Menschen elementar ist, hat auch jeder seine Meinung. Und deshalb gibt es nicht nur hier im Plenum widerstreitende Meinungen dazu, widerstreitende Interessen, pardon. Wir haben die Balance zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und ökonomischer Tragfähigkeit im Blick. Nur so können wir auf Dauer einheimische Lebensmittelerzeugung und lebenswerte ländliche Räume wirklich sichern. Das setzen wir mit dem Agrarhaushalt 2023 um, wie die Beiträge der Vorrednerinnen der Koalition ja schon eindrucksvoll nachgewiesen haben. Die Verhandlungen waren anspruchsvoll, und für den erfolgreichen Abschluss möchte ich insbesondere unserer Berichterstatterin im Haushaltsausschuss, Esther Dircher, herzlich danken. Wir wollen Zukunft gestalten. Das gelingt nur mit Zukunftstechnologien. Nicht umsonst hat schon der Agrarsprecher meiner Fraktion in der letzten Legislaturperiode immer wieder Digitalisierung gefordert, wie einige von Ihnen vielleicht auch noch wissen. Jetzt sind wir einen bedeutenden Schritt vorangekommen. Die vorgesehenen Haushaltsmittel für die Digitalisierung konnten in den Verhandlungen um 3 Millionen auf nunmehr 23,5 Millionen Euro erhöht werden. Außerdem ist verpflichtend festgeschrieben, dass aus den Mitteln erstens die Erstellung einer Landwirtschaftsdatenbank 2.0 und die Schaffung einer Tiergesundheitsdatenbank zur risikoorientierten Überwachung von Tiergesundheit und Tierwohl gefördert werden. Diese Datenbanken haben zwei Ziele. Von der öffentlichen Hand bereitgestellte Daten ermöglichen erst die breite Anwendung von smarten Systemen zur Landbewirtschaftung, unabhängig von großen Konzernen. Das trägt zu einer punktgenauen Düngung und auch zu einem präziseren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei. Und damit sorgen die Datenbanken für gesellschaftlich geforderte Transparenz und auch für mehr Akzeptanz für die Landwirtschaft. Und nun noch ein paar Worte zu einem für Ostdeutschland sehr wichtigen Thema, den BVVG-Flächen. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass die verbliebenen rund 90.000 Hektar nicht mehr Maisbieten veräußert, sondern vorrangig an nachhaltig und ökologisch wirtschaftende Betriebe verpachtet werden. Dies wird jetzt auch so umgesetzt. Hiermit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Nahrungsmittelproduktion bei gleichzeitigem Fokus auf Arten- und Klimaschutz. Die Verpachtungskriterien werden wir jetzt zügig gemeinsam mit den ostdeutschen Bundesländern erarbeiten, damit wir spätestens 2023 klare Regeln für die Landwirtschaft haben. Sie sehen also, wir wollen Zukunft nicht nur gestalten, sondern tun dies auch und haben dabei Mensch und Natur im Blick. Vielen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Und wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 10, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, in der Ausschussfassung. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 4550 vor. Wer stimmt dafür? Das ist die CDU-CSU und die AfD und die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD, Bündnis 90 die Grünen und die FDP. Enthaltung sehe ich keine. Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Einzelplan 10, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das ist die SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Linke, CDU, CSU und die AfD. Enthaltung sehe ich keine. Der Einzelplan 10 ist angenommen.